Herzlich willkommen zur weiteren Folgekarte in Thüringen. Wir werden jetzt unser Feld 49 düngen. Wir sind gerade hergefahren. Wir werden jetzt den Kurs berechnen. Mit Rechtsklick. Kursgenerierung. Feldnummer 49 aktivieren. In dem Falle würde ich empfehlen, zwei Vorgewände zu machen. Weich. Dünge ist weich immer gut. Wer scharf macht, muss dran denken, dass die an den Kanten, an Ecken, dass die brennenden Bäume stehen. Sonst kann es passieren, dass sie da Probleme machen. Wir generieren mal den Kurs, den Feldkurs. Heißt, wir berechnen den Feldkurs. Das ist je nach Schwierigkeit, dauert mal länger, mal nicht. Wenn es sehr lange dauert, dann ist ein Feld von vornherein mit Probleme zu berechnen. Und man muss dann mit einkalkulieren, wenn man mit nachschaut. In dem Falle haben wir ganz gut. Ging schnell. Dann nehmen wir den ersten Wegpunkt und stellen den Abfahrer ein. Jetzt muss ich mal schauen, ob er auch Dünger annimmt. Also weil, aber rein theoretisch müsste jetzt blau werden. Ja, aber dunkelblau. Okay, da haben wir das geschafft. Das sind unsere Felder fertig. So, jetzt werde ich Feld 11 auch abbrechen, weil das ist mir zu blöd. Oder? Lassen wir mal warten. Dann vielleicht kaufen wir das Feld. Ja, kaufen ist gut. Ja, ja. Gut. Ich denke mal, dass die Mission da so nicht funktioniert, wenn die Felder anfangen zu wachsen. Und ein Feld hatte ich mal gehabt, da war mit ein kleines Feld. Da war die ersten paar Meter gewachsen neu schon. Und erst wo ich das wieder Prinzip weg neu aufgelegt hatte, war die Mission fertig. Also den, weil wir wahrscheinlich die Mission nicht schaffen können. So, das ist 49. Was haben wir noch Schönes? Geld. Geld haben wir nicht. Lager ist leer. Hier müssen wir schauen nach Tieren. So. Nach den Tieren. Oh, Wetter hat sich geändert. Also heute ist trocken. Also heute ernten wir sowieso nichts. Montag, Dienstag, schaue. Alles, was ich gerade. Tiere. Ja, Stroh war klar. Ich kaufe jetzt nichts mehr. Wir werden jetzt Wasser geben. Wir kaufen Kühe. Wir kaufen Kühe. Hast du nichts zu tun, dann kaufst du Kühe. Da sammeln wir das mal ein. Ich wurde gerade bestehen. Da hast du einen schönen Punkt erwischt. Den Trigger erwischt. So, wir brauchen noch ein kleines hin zum unseren. Ja, genau. LKW für Tiere. Die LKW weniger, aber an den Anhänger vielleicht dran. Da fahren wir jetzt noch vier Händler und dann holen wir uns noch ein paar Kühe. Ein paar Milchkühe, wollen wir richtig Milch machen, Herr Peter. Kommen wir hier durch. Zum Händler geht's rechts rum. Wie gesagt, mit Outreifen und LKW ist nicht zu empfehlen. Seit man hat mit LKW eingefahren und weiß man genau, man kommt durch. Ne? Die Videos müssen weg, aber ich weiß auch nicht genau wohin. Das sollen die auch nicht stören, dass eine Entscheidung kommt. Aber wiederum, man könnte auch die anderen beiden Dinger nehmen, für Saatgut und Dünger. Es gibt ja hier original Nachfüllstationen. Man muss nur halt den Saatgut kaufen, ne? Und Dünger. Beim Händler, bei der Reifkaufen. Also hier rechts, ne, da kann man es kaufen.
Und dann kann man zumindest zwei wegreißen und die anderen beiden für Kalk und für Kalk kann man auch kaufen. Das ist auch eine Station. Da könnte man eigentlich ja, was schön wäre mal so eine, man könnte so eine Nachbarkarte fahren, ne, wenn uns eine geben würde. Man müsste im Prinzip so durchfahren durchs Tor und dann sagen, Lademission wird geladen, ne? Und dann fährt man rüber und dann ist man plötzlich in Bayern, ne? Oder so, ne? Ähnlich, ne? Wäre doch was, ne? Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Weil dann müsst ja ganz andere Dimension, aber das mag ja funktionieren. Beim Fernfahrersystem, ne? So, haben wir UR. Hier gibt's Tiere, Junge. Hab ich mir sagen lassen. Gut, Schweine aber nicht. Holstein-Kuh, wir wollen viele haben. Oh, Anhänger ist voll. Wir haben Kuh aufgeladen. Aber nicht gezählt. Ich hab nur geklickt. Klick, 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 klick. Die brauchen noch mehr Tiere, weil das dauert eben so lange sonst. Mit 10 kommen wir nicht weit. Was haben wir mit 10? Ja, 10. Wir sollten nur 10. Ach, der Zug fährt auch wieder. Ja, zwei Tage weiter, wir können ernten. Jetzt haben wir früher Sommer. Und Mittelsommer denken wir, wenn wir ernten können. Hafer, Getreide. Das noch mehr Stroh. Ja, Stroh. Ja, das funktioniert ja nicht. Also wir könnten ja keine Pellets herstellen. Wir könnten schon, aber verkaufen ist schlecht. Dann müsste man ein Heizkraftwerk und dann muss man die wiederum. Das wird nicht funktionieren. Na, das schaffen wir sowieso nicht. Wenn wir die ganze Landwirtschaft betreiben wollen, ist das schon mal viel Arbeit hier. Aber die neue Straße finde ich gut. Wo ich gerade zum Anfang mal gesagt habe, ich fahre mal runter. Oh, gut, bin ich geworden. Ich glaube, hier war noch ein Kurs zu machen, von der anderen Seite her zu machen. Aber das rennt ja nicht weg, ne? Das ist eine breite Straße, das ist eine Allee. Echt, passt da was hin? Hat jemand Licht angelassen? Ja, hier die Söhne müssen weg. Die stehen nur mehr im inneren Weg. Für Kalk haben wir auch einen Platz. Los hat nicht. Ist ja vorhanden und da rechts in die Dinger für Dünger und für Saatgut. So, Kühe wollen da rein. Oh, das ist so ungünstig. Dann machen wir Tor auf. Haben wir durch. Dann fahren wir wieder vorwärts raus. Da scheitern wir nicht an, ne? Ja, Teammenü ist verkehrt, da muss man hierher. Das sind Milchkühe. Auch wenn hier keine Milch gemacht wird, theoretisch. Oder wir drehen um von rückwärts ran, geht auch.
Und so werden die halt hier woanders hingelassen. Hat jetzt auch noch geliehen, der LKW. Ja, den wollte ich testen. Türöffner. So, 10 Stück waren vor drinne. Das Kino 1003. Ohne Schweinerei. Decking. So, wie Tier wie kriegt? 10 waren, 24. Gleich vorne weg. Ja. War Kühe. Deswegen kann ich her. Schon wieder Mist gemacht hier. So. Da lauft ihr. So, leider mal abholen. Zeit? Ah, schaffen wir gerade so. Das schaffen wir dann gerade so. Nur nicht weg. Vielleicht brauchen wir noch ein paar Bäume rum. Wie es auffällt. So eine grüne Insel. Mal schauen. Ich gehe mal ein bisschen Felsen anmalen. Als Felsen. Uhrzeit 12. Ah, schauen wir genau. Also die Tiere kauen noch die 24. Dann haben wir einen riesen Schwung geschafft heute. Früher Sommer ist es. Das ist super. Jetzt kannst du das Gras wachsen hören. Also Regen war genug, also müsste eigentlich gut wachsen jetzt. Ne? So, ein paar Milchkühe noch. Alles ranfahren, dann ein bisschen besser. Gott sei Dank, Kühe drin. Na, jetzt geht. Oh, Holstein, weiblich. Brauchen eigentlich viele Kühe, müssten eigentlich hier mehr kaufen. Und wieder ein Schwung drinne. 24. Wir haben heute 48 gekauft. Wir müssen noch mehr kaufen. Nächste. Ey, noch was anderes, denn nicht nur düngen, ne? Was für eine Mission noch gibt, aber Düngemission will ich jetzt keine mehr machen.
Mag nicht. Haben wir trotzdem gut verdient, muss man dazu sagen. Ja, ich muss den Lenker machen. Man muss erst sofort machen, sobald ich runtergefahren habe, beziehungsweise gespeichert habe und das Spiel beendet habe, muss ich die Lenkung einstellen. Das ist immer zu viel Spielraum und zu spät reagiert er entsprechend. Aber zu spät. Leistung 30%. Normalerweise die Grafikkarte hat so viel Leistung, dass ein Klacks wäre für 60 FPS. Er macht nur 33, 38. Fürs Auge reicht es auch normalerweise, aber. Sobald es hier näher Stroh gibt, näher auf unseren Feldern, ein Teil kommt ins Lager rein. Wir haben so ein Lager. Guck mal, Platz. Und dann geht das entsprechend. Können wir entsprechend genug streuen. Verschieben. Siehste. Jetzt kriegen die Tiere noch ein Wasser und ein bisschen Futter. Und beim nächsten Mal kaufen wir neue Kühe. Und mal sehen, die Tür zu machen hier. Halt Wasser. Oh, dreht sich alles. So, Futter noch. Und dann gleich putzen und dann hier wieder aufnehmen. Dann kriegen auch die anderen Kühe, ja, die Bohlen auch gleich, oder? Dann passt das schon. Nehmen wir gleich auf. Entschuldigung, wenn wir fahren, ne? Hatte ich gemacht, um den anderen aufzunehmen. Vielleicht hat er der einen Trigger gefunden. Aber dann habe ich einen Trigger gefunden gehabt. Die Staubsauge. Ganz. Macht er nicht an. Aber kommt durch den Wind schon hochfahren, wo er teilweise in Luft hängt. Aber wenn er wackelt, wollen wir nicht mal rechts fahren. Durch einen anderen Kollegen durch den Ramm. Durch den Schramm. Ja, siehst du, alles mitgenommen. Putzen wir gleich unseren Armer. Dann passt das schon. Wollt ihr den anzeigen jetzt? Alles kann man. Jetzt zuklappen. Ach, nicht da oben. Okay. Säubern hier.
anzuhalten, glaube ich. Die Bullen haben sich ja. So, liebe Zuhörer, das soll es für heute gewesen sein. Der Düngerfahrer ist auch fast fertig. Dann sage ich mal Tschüss und den Hügel für Schauen. Hat mich gefreut. Danke fürs Reinschauen, danke fürs Liken, danke fürs Kommentieren. Wir hören uns nicht mehr zur nächsten Folge. Morgen. Tschüss.